Knochenbüetz, das Zeug jetzt mal auf Papier bringen. Und jetzt müssen wir es auswendig lernen, das ist auch nochmal Knochenbüetz, also dass man den Dialog mehr oder weniger fließend herbringt, schon gleich einmal, weil du das erst kannst du wirklich auch verspielen. Wenn ich jetzt so zum Beispiel sage, klappert, dann hat das Zeug immer zusammengeklappert. Auch auf unserer Reise genau, haben wir etwas ganz genau, erlebt. Genau. Kleine Knöchel von den Haustieren auch einen Traumfänger basteln. Und den ohrflauschigen Ohrenwärmer aus dem Büschi fangen. Genau. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Nein, mach ich nicht. Mach ein bisschen gut.